gut, wir nehmen ihn vor. Gib zu, ich respektiere deine Zähigkeit. Aber leider enden unsere Spielchen hier. Du glaubst, es ist vorbei? Mhm. Der ist ja arg nackt. Geht, Alter. Was ist denn das? Oh, also da geht ja gar nichts mehr. Ach Mann. Das auch mit dem Strom. Diesen Fahrstuhl. Was? Wer? Hunde! Oh, Mistviecher! Meine Fresse. Wie kann denn das sein? Kann denn das sein, dass ihn Hunde bei Resident Evil jedes Mal so unter Stress setzen, ey? Ja, klar, schwer. Die sind halt schnell und haben halt, kommen halt immer mit beschissenen Überraschungseffekten, aber Mann, man sollte doch nach 1000 Resident Evil Teilen, sollte man doch einfach mal die Cojones haben und zu wissen, ey, Hunde, komm. Aber nein. Kriegen mich immer wieder. Wer? Wie? Warum? Wer? Nikolai, klingt ja hier Sachen einfach aus? Jetzt so was kann man einfach sagen, so, nö, mach mal bloß eh eine Kralle auf. Wer hebt denn auf so was ein TÜV-Siegel? Ach, hier. Er hier. Echt, ja? Oh, was ist das hier? Kofferchen? Mhm. Schön, hier haben wir die Pflanzenabteilung. Also wirklich. Die sind echt krass. So, was haben wir denn da? Munitionshalter, Flinte. Guck mal. Ha. Ha. Und hier? Eine Taschenlampe? Noch eine Taschenlampe? Ja, okay. Und werden wahrscheinlich hier irgendwo uns die Sicherung für den Aufzug grabbeln können. Hoffte ich. Thank you.
Na, das wird ja nur City-Puzzle. Cheesepulver. Dort haben wir, Okay. Was? Oh Gott, na bitte. Nur ein Kraut? Setzt die Union! Na gut. Ist jetzt gut? Ja, das meine ich, Alter. Wie kann der mit sein? Die haben jetzt alle Headshots bekommen. Da ist jetzt keiner großartig durch Körpertreffer irgendwie platt gegangen. Das ist nicht fair. So, und hier haben wir Sicherung 1. Okay. So, hierfür müsste dann aber irgendwo eine Sicherung zu finden sein. Hier ist, oder? Also, weil die sind ja noch intakt. Das heißt, wenn ich jetzt... Moment. Regeneriert er sich? Was? Na, das muss er nur nicht sein. Mitarbeiternotiz. 12. September. In N2 aufgenommen. 45 männliche, 32 weibliche. Entsorgt 60 männliche, 89 weibliche. 15. September. In N2 aufgenommen, 55. 19 männliche, 41 weibliche. Entsorgt 76 weibliche. Zurückgebracht 8 weibliche. Nicht infiziert. 22. September. Zu N2. 25, 22. 15 männliche, 16. 21, 29 weibliche. Entsorgt 6 männliche Exemplare, 9 weibliche. Entsorgungen nehmen täglich zu. Präventiv alle über 30 entsorgt. 24. September. Nächtlicher Transfer durch Schwester beobachtet. Aufnahme in Untergrundeinrichtung zeitweise ausgesetzt. Ah. Das ist doch zum Safe Room. Genau. Perfekt. Mhm.
was. Damit haben wir alle Sicherungen. Und gehen mal zurück zu Nikolai. Schauen wir mal, ob da jetzt wahrscheinlich gleich irgendwie Boss-technisch gleich was runterpurzelt. Oh, er ist schon mal weg auf jeden Fall. Schnell die Sicherung entzastern. Benutzen. Okay, gut. Er sortiert die von allein ein. So, Control Room. Mist, ist abgehauen. Ja, das ist, überrascht dich doch jetzt nicht. Okay. Langer Lauf für die Mimik. Ist aber schön versteckt hier. Naja, okay. Unfertiger Bericht. 26.09. 13 Uhr. RC infiltriert. Sporadische Unruhen. Beginn der Mission. 19.30 Uhr. 5 RPD-Polizisten gegen ein Pack von 20 beobachtet. Polizisten in 20 Minuten dezimiert. 27.09. 12 Uhr. Testlauf an der Universität. Pack inklusive Hunde vom Campus umgeleitet. 64% Infektion und Verwandlung in 2 Stunden. Keine Überlebenden. 23 Uhr. Erfolgreiches Treffen mit MV-Kolonne. Werde ersten Versuch bei Dämmerung starten. 28.09. 4.30 Uhr. Pack zum Gefechtsstand umgeleitet. Ergebnis: nächtliches Gefecht in geschlossenem Bereich mit großer Anzahl Kämpfer. Video beigehängt. 8 Uhr. Ende des Gefechts. 7 Überlebende. 18 Uhr. Unbekannte Biowaffe wurde an Punkt D18 eingesetzt. Verfolge sie wie befohlen. Sie scheint auf der Jagd zu sein. 20 Uhr. Beobachte zwei Stars. Ein Mann, infiziert, und eine Frau. Die Biowaffe verfolgt die Frau. 26.09. 0 Uhr. Die Frau JV hat Kontakt zur MV-Kolonne aufgenommen. Verhalten und Aussehen der Biowaffe entsprechen der von Projekt N. Untersuche weiter. 4 Uhr. Habe beobachtet, wie die Biowaffe konventionelle Waffen benutzt. Sie scheint stark fixiert auf die Terminierung von JV und kennt den Aufbau der Stadt. 7 Uhr. Metamorphose in der Biowaffe durch Kampf gegen JV ausgelöst. Video angehängt. JV wurde infiziert und ist bewusstlos. Habe wie befohlen Proben gesammelt. 30.09. 0.30 Uhr. Mehr als 17 Stunden sind verstrichen, seit JV dem Virus ausgesetzt war. Sie verwandelt sich nur langsam, was nahelegt, dass sie resistent ist. 4 Uhr. Impfstoff wurde von einem Soldaten der MV-Kolonne, CO, an sich gebracht und an JV verabreicht. Erwarte, JV wird 20 Stunden nach Verabreichung wieder kampfbereit sein. Die Biowaffe scheint eindeutig Projekt N zu sein. Kontakt zu JV lässt sie sich verändern und entwickeln.
werde weitere Begegnung anregen, um präzise Daten zu erhalten. Jill! Tyrell. Hab sie erreicht. Sie geben uns eine Chance. Sie stoppen den Angriff, wenn... Und das ist ein verdammt großes Wenn. Wir ihnen den Impfstoff liefern. Bevor sie starten. Wie viel Zeit bleibt uns? Stunden, vielleicht. Dann lass uns keine Sekunde verschwenden. Hier lang. Der Impfstoff ist weiter vorn. Also wer jetzt die Resident Evil Filme kennt, ne? Sicher, du willst mich anhalten? Anhalten? Wofür? Ich schaff das schon. Okay, erledigen wir das. Oh, fuck. Jetzt! Geh weiter, wir sind fast da. Nein. Scheiße. Ja, Tyrell, das war's dann, Kumpel. Tja, dann würde ich jetzt mal sagen, ich benutze jetzt hier mal den Patronenhalter. Weil ich nicht wirklich weiß, ob ich jetzt halt nochmal eine bessere Flinte finde. Aber was bringt der jetzt? Kann ich dadurch schneller nachladen? Oh, mir wäre Munition. NES-2 Mitarbeitervorschriften. An alle NEST-2-Mitarbeiter. Die Ziele dieser T-Virus-Forschungseinrichtung unterscheiden sich von denen der NEST-Haupteinrichtung. Wir konzentrieren uns hier auf reale Einsatzfälle, die bei der Entwicklung neuer Biowaffen auftreten, beispielsweise der Erforderlichkeit eines T-Virus-Impfstoffes oder auch neuer Waffensysteme mit der Fähigkeit, Biowaffen unter Kontrolle zu bringen. Einige Aspekte unserer Arbeit hier können gefährlich sein. Daher ist es unerlässlich, dass alle Mitarbeiter die Arbeitsplatzvorschriften mit äußerster Sorgfalt einhalten. Insbesondere wird der unerlaubte Zutritt von nicht genehmigten Besuchern oder die Entfernung von arbeitsbezogenen Daten oder Materialien mit strengen Disziplinarmaßnahmen bestraft. Es ist eine große Ehre, Teil einer der besten Forschungsorganisationen der Welt zu sein. Halten Sie sich das immer vor Augen und befolgen Sie die Vorschriften, während wir neue und revolutionäre Technologien entwickeln. La Carta. So, okay. Tja, dann würde ich mal sagen, Leute, hier machen wir jetzt erstmal einen Cut.
Ja, ich hoffe, es hat euch soweit erstmal gefallen. Irgendwie, wenn ja, haut es in die Kommentare. Wenn nicht, haut es auch in die Kommentare. Lasst ein Like da. Abonniert die Glocke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Resident Evil 3. Macht's gut. Ciao.